Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem Update zum 6. gemeinsamen B-Monat. 6 Monate ist eine ziemlich lange Zeit. Und da ist ziemlich viel passiert. Ja, unter anderem, egal, dazu komme ich jetzt. Ich werde euch darüber jetzt berichten. Und wenn man sich mal so überlegt, hey, 6 Monate, das ist ein halbes Jahr. Was da alles passieren kann und was man da alles machen kann in einem halben Jahr. Ja, das ist Wahnsinn. Also, wenn ihr mir einfach mal erzählen könntet, was ihr vom 7. Februar bis zum 7. August alles gemacht habt, was bei euch passiert ist in einem halben Jahr. Das wäre super. Dann könnte man das alles so ein bisschen zusammentragen und dann könnt ihr mir das auf Facebook oder Instagram schreiben oder so. Und ja, ich filme das dann vielleicht mal so ein bisschen und schreibe dann ein paar Antworten raus oder mache ein Video zu. Und das würde mich echt interessieren. Was ist in einem halben Babyjahr passiert? Wirklich eine interessante Frage. Nun kommen wir zu dem Baby-Update. Was ist passiert? Der kleine Mann ist am 7. August 6 Monate geworden, wie ich eben schon ein paar Mal erwähnt habe. Und es ist, die Zeit ist geflogen. Es ist wirklich sehr viel passiert, von dem ersten Schrei bis hin zum ersten Lächeln. Jetzt kommt schon bald der erste Zahn. Und ich finde das echt gigantisch, wie schnell das geht, wie schnell die Kleinen so groß werden und jeden Tag neue Sachen dazu lernen. Und man kriegt das ganz intensiv jetzt mit, dieser Zeit. Und das ist echt, ich freue mich, dass ich daran teilhaben darf. Und ich glaube, jede Mama versteht das, was ich damit sagen möchte, weil es einfach, diese Zeit kommt nie wieder. Genießt diese Zeit mit euren Kindern, weil es ist doch so süß, es ist noch so klein. Ja, wir waren gestern war Samstag, Dussel, am Freitag. Ja, am Freitag waren wir bei einer U-Untersuchung. Das war die U8, glaube ich, oder U9. Steinigt mich, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat er eine 6-fache Impfung bekommen. Wogegen, das weiß ich leider auch nicht mehr so ganz genau. Und er wurde gewogen. Also er ist kein Leichtgewicht. Er wiegt jetzt 9880 Gramm. Und misst dabei 71 cm. Ja, ordentliche Größe, ordentliches Gewicht für ein 6 Monate Baby. Dann weiter, gut ab. Reflexe und alles drum und dran, also was halt alles kontrolliert worden ist, war alles so weit in Ordnung. Und ja, der Kinderarzt musste ein bisschen lachen. Er meinte, dass wenn man ihn so hoch hebt, ja, und er, der Kinderarzt hat halt ihn so hochgehoben und hat halt geguckt, ob er die Beine irgendwie nach oben streckt. Und ja, das ist jetzt leider nicht passiert, aber es ist nicht so schlimm. Er war halt auch einfach ein bisschen faul. Ja, aber ansonsten ein properes Kerlchen. Und ja, ansonsten wusste er eigentlich auch nicht wirklich etwas zu beanstanden. Der Kleine hat so 3 Punkte am Knöchel, am rechten, glaube ich, also so Pigmentflecken, und die muss man halt im Auge behalten. Die sind jetzt ganz hell, ganz wirklich ganz hellbraun, und ja, wenn die halt dunkler werden, dann müsste man halt nochmal nachschauen und ja, dann müssten sie vielleicht rausgefällt werden oder so, aber das ist jetzt noch gar nicht das Thema, deswegen mache ich mir da jetzt gar nicht so viel Gedanken drüber. Ich mache mich da nicht wild, weil der Arzt meinte, auch ein kleiner
Leberfleck, ich weiß nicht, ob man das sieht, könnte schon Hautkrebs sein. Und das kann jeder, es kann jeden treffen. Und ich glaube, wenn man sich den ganzen Tag oder immer damit befassen würde, dann würde man, glaube ich, wahnsinnig werden. Und deswegen, ja, lasse ich das die Ärzte entscheiden. Also es liegt in ihrem Ermessen, was sie sagen. Das mag jeder etwas anderes sehen, aber das ist dann eure Meinung. Und ich habe meine Meinung. Und gut, nicht, dass es zu Diskussionen kommt. Ja, er isst immer noch Brei, sehr gerne, verschiedene Sorten. Obwohl ich jetzt einen Brei von Alete ausprobiert habe zum Anrühren. Das war Apfelvanille, glaube ich. Und da waren so kleine, ja, wie so eine Art Kühlchen, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, dabei. In etwa so groß, so ganz klein, wirklich. So in etwa. Und, na, das ist ein bisschen kleiner. Ja, die hat er nicht gemocht. Da hatte ich dann ganz schnell wieder auf meinem T-Shirt. Und ja, den Schokobrei isst er am liebsten. Schoko und Stracciatella war das, glaube ich. Und Frucht geht gerade so, aber muss nicht sein. Ja, dann haben wir mal Gemüse ausprobiert, mal wieder. Obwohl doch, es hat besser geklappt als beim letzten Mal. Ich glaube, das war Hühnchen und Gemüse allerlei oder sowas. Und jetzt habe ich gestern eins geholt von Baby Vita. Und das ist mit Buttergemüse und ja, auch Buttergemüse und Hühnchen. Mal schauen. Milch trinkt er auch. Aber jetzt mittlerweile die Dreier. Die ist ja eigentlich auch 10 Monate, aber er verträgt sie ganz gut und die mag er eigentlich sehr gerne. Und davon wird er auch relativ satt, muss ich sagen. Ach so, bevor ich es vergesse, wegen der Impfung. Die hat er soweit ganz gut vertragen. Am Mittag kam dann noch so ein kleiner Fieberschub und da hat er so ein bisschen Bauchschmerzen gekriegt, glaube ich. Und hatte dann auch Durchfall. Aber das war jetzt nicht so schlimm, dass... war bis zum Abend dann wieder in Ordnung. Papa kam dann von Arbeit und da war alles wieder vergessen. Ja. Trinken. Also er trinkt gerne diesen Aufbrühtee von Baby Vita in so, da ist so selbstauflösend instant. Ja, da scheiden sich die Geister, ob das auch so gesund ist oder zu viel Zucker. Aber ich finde, das kann man vertreten. Und ich mache da wirklich nur so zwei kleine Mini-Löffel rein. Also keine Esslöffel, wirklich so Joghurtlöffel, so ganz kleine. Und da mache ich nur so zwei Löffel rein. Zu Teelöffel, genau. Joghurtlöffel, Teelöffel. Und das dann mit Wasser auf ungefähr 150 Milliliter. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Das geht schon. Jo. Ich weiß jetzt nicht, habe ich schon erwähnt. Er greift jetzt, wenn er was sieht, greift er direkt danach und hält es auch fest. Und kann es jetzt auch schon viel länger halten. Und in den Mund stecken und er steckt wirklich alles im Mund, was er in die Finger bekommt. Ja. Dann kann er sich schon ganz gut vom Rücken, ich sitze jetzt im Schiff, so ist besser, von dem Rücken auf die Seite legen und von der Seite auch wieder auf den Rücken. Ja, das ist auch ganz geworden jetzt. Ja, ich überlege, ob ich nichts vergessen habe, aber ich glaube, das war es auch schon wieder gewesen. Heute waren wir mit den zwei Großen beim Ponyreiten eine Stunde lang. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Leider habe ich die Kamera vergessen, deswegen konnte ich es nicht filmen. Und gestern waren wir auf einem Reitturnier und haben dazu geschaut, weil ich glaube, wenn ihr ein paar Videos von mir gesehen habt noch, dann wisst ihr, ich bin ein großer Reitsport-Fan und hatte ja selber mal ein Pferd, aber das gehört jetzt eigentlich auch nicht zum Update.
Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und entschuldigt mein zerzaustes Äußeres, aber ich komme gerade frisch aus der Dusche und habe eben die Kinder hingelegt und gleich morgen muss was zu essen bestellen, weil wir heute einfach zu faul sind, irgendwas zu kochen. Und ja, deswegen bin ich heute im Garten-Look und es ist Sonntag, deswegen darf ich das. Morgen geht es wieder weiter. Und ich hoffe, bei euch ist nicht so blödes Wetter wie bei uns, weil bei uns regnet es und gewittert und ich bin schon wieder müde. Ja. Ich hoffe einfach, dass es bald besser wird und nicht mehr ganz so schlimm. Gut. Ich weiß nicht, ob ich das heute reinstelle, das Video, oder morgen. Ich nehme an, dass ich das morgen, weil ich heute nicht mal wirklich die Zeit habe. Ich muss mal ein bisschen was tun. Und damit habe ich genug gebrabbelt und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.